Hallo und herzlich willkommen hier bei einem Let's Test von Plague Inc. Und den Nachnamen danach weiß ich jetzt gar nicht, Devil Loafed oder irgendwie so. Habe ich mir gerade bei Steam gekauft und das hatte ich letztens schon auf dem Tablet gespielt. Und da war aber halt eine kostenlose Version. Diese hat jetzt Geld gekostet bei Steam. Ist auch noch in der Early Access Version, also ist noch wirklich nur in der frühesten Anfangsstadium. Aber ich finde, solche Sachen sollte man ja unterstützen, weil es ist echt cool gemacht eigentlich. Man hat halt, ach komm, weißt du was, ich zeig's euch einfach. Also wie gesagt, hier sind so Sachen, die kann man erst dann machen, wenn, weil hier steht ja, dass es noch immer noch nicht fertig ist. So, Main Game. Zack, das starten wir mal. Und da kann man sich halt aussuchen, als was für ein Virus oder Bakterie oder so man halt die Menschheit vernichten möchte. So, und klar, am Anfang jetzt nur Bakterien. Das andere ist alles noch nicht freigeschaltet. Entweder kann man das im Spiel freischalten oder es dauert noch. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Necroa-Virus, das ist halt ein Zombie-Virus. Und das ist natürlich, ach, das möchte ich unbedingt machen. Und das kann man leider noch nicht. Und erst hier muss ich ein bisschen was spielen. Also es dauert noch ein bisschen. Auf jeden Fall, Bakterien können wir auf jeden Fall schon machen. Und jetzt hier kann ich mir dann halt eine Modificated Genetic Code auch freischalten, aber das geht auch noch nicht. Dafür habe ich, wie gesagt, ich habe es gerade erst gestartet und es geht auch noch nicht, also zack, weiter. Dann hier kann man aussuchen, halt den Schwierigkeitsgrad, ob Casual, Normal, Brutal oder Mega Brutal. Ich finde normal erstmal, normal sage ich schon, Casual. Mein Virus heißt Ingoviva, natürlich. Und zack, Welcome to Plague You Inc. Und ja, wir starten dann mal. Jetzt sollen wir uns halt eine Metro irgendwas aussuchen, da wo halt mein Virus starten soll. Und man kann sich halt, wie gesagt, die ganze Welt aussuchen. Aber halt, wie gesagt, erstmal nur ein Land. Hier Deutschland. Oder vielleicht Russland? Ha? Oder Spanien? Oder Frankreich? Oder England? Oh, okay, er startet in Frankreich. So, jetzt muss ich immer auf die Felder hier klicken, damit er sich halt richtig doll verbreitet. Das ist halt mein erster Infizierter, ist halt, oh, jetzt schon zwei Leute. Hier unten sieht man das hier dann schön in der Leiste. Zwei Infizierte und dead noch keiner. Hier gibt es halt den Wasserweg, den Luftweg, wo halt das verbreitet werden kann. Jetzt kann ich mal hier kurz einmal kurz schauen. Halt ein bisschen ist halt, wie gesagt, nur Frankreich ist erstmal infiziert. Und die anderen Länder hier, sieht man es hier in der Leiste, ist alles noch nicht. Außer halt, wie gesagt, Frankreich. Tode, wie gesagt, noch nicht. So. Jetzt wollen wir erstmal abwarten. Und ja, man muss halt, das zeige ich euch gleich, wenn es jetzt immer weiter infiziert, vier Leute erst, ist ja noch nicht so dolle. Wir fangen schon die ersten blauen, roten Punkte an. Und zack, jetzt muss ich auch sowas klicken. Und dafür kriege ich auch so Punkte. Und mit den Punkten kann man mal kurz drauf gehen. Da kann man halt Sachen sich kaufen oder freischalten. Zum Beispiel, über was es halt verbreitet werden soll, jetzt in der Leiste hier, Transmission. Vögel, Ratten, Mücken, Spritzen, Schafe, den Wind oder das Trinkwasser. Das kann man noch nicht. Dann hier aus, wie es sich bemerkbar macht, die Symptome. Und, machen wir. Komm, machen wir das mal. Haben wir schon mal eine Sache freigeschaltet. Und hier ist halt Abilities, wie es halt Resistenz ist. Gegen Kälte, gegen Feuer, gegen Tabletten oder gegen halt, gegen, ja, was war das nochmal, ne? Mal kurz gucken. Bakterien, genau. Und das kann ich aber auch noch nicht freischalten, weil ich habe noch zu wenig Punkte. So, aber langsam sieben Leute auf jeden Fall. Alles ist noch friedlich, aber keiner denkt so, ah ja gut, mein sieben Leute, ist ja genauso wie wenn jetzt in Deutschland irgendwas ausbricht, ah ja, sieben Leute sind dann erkrankt, ist ja noch nicht so schlimm. Aber man sieht jetzt, oh, es sind elf Leute schon. Oh, 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 es wird immer schlimmer. Und das ist halt das Spielprinzip, man muss halt sein Virus halt voranschreiten lassen. Und natürlich werden ja auch Gegenmittel entwickeln, das sieht man hier unten, aber 0% erst, weil im Moment ist es ja noch nicht so schlimm. Und da wollen wir mal gucken, dass mein Virus wirklich sich schnell und rasant um die ganze Welt verbreitet und alle Menschen tötet. So. Aber im Moment dauert es halt, wie gesagt, am Anfang so. Und dann auch jetzt klar, auf normal, einfach ist es halt, da wird halt ganz wenig geforscht. Das höchste, was ich glaube ich hatte, waren 66%. Und mal gucken, was können wir jetzt machen? Irgendwas schon.
Lass uns mal über die Tiere verbreiten. Das ist schon mal über Vögel. Dann verbreitet es sich auch wenigstens in die Nachbarländer. Und dann muss es halt nur durch Flugzeuge oder durch Schiffe halt dann verbreitet werden in andere Länder. Und dann geht es dann richtig los. Guck mal, 44, es geht jetzt immer ein bisschen schneller, 47, also. Aber erstmal nur erkrankt, ja. Ist leider in Englisch das Ganze im Moment noch. Auf dem Tablet hatte ich es auch in Deutsch, also darum, da fand ich es ein bisschen einfacher. Weil halt die ganzen Fachbegriffe, die hier vorkommen, ist ein bisschen scheiße. Aber ich denke mal, da wird sich, denke ich mal, noch viel noch machen, auch eine deutsche Version rauskommen. Wenn das Spiel natürlich auch oft gekauft wird. Also das ist ja natürlich auch immer die Sache. Komm, wir können mal ein bisschen ranzoomen. Na, ein paar rote Punkte sieht man hier schon. Na, sehr schön. Gut, aber wir bleiben lieber im großen Menü, weil ab und zu ja, wie gesagt, hier die Sachen aufbloppen. Und die müssen wir ganz schnell dann halt zack. Aber im Moment ist es ja echt lahmarschig, mein Virus. Ich muss den mal ein bisschen vorantreiben. So, kälteresistent. Und zack. Ist dann noch ein bisschen weiterentwickelt. Jetzt bilden sich keine Blutkörperchen. Zu wenige oder so. Soll es bitte kommen. Es werden halt auch mal News angezeigt, halt, dass halt, sagen wir mal, dass das Land versucht, ein Gegenmittel zu entwickeln und das Land bricht gerade das und das aus und so. Und das ist natürlich richtig geil. Und natürlich, ich will es halt, wie gesagt, freigeschaltet haben, das mit den Zombies. Weil da möchte ich mal gerne sehen, wie das dann sich so verhält. Das Ganze, wenn dann halt so Zombies dann, ja, das ist halt dann, weiß ich nicht, also ich stehe ja sowieso auf Zombies. Oh, in Deutschland ist es jetzt auch angekommen. Oh, schade. Jetzt können wir mal auf Deutschland klicken. 8 Leute haben sich infiziert. Jetzt bricht es aus. Oh. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Hier kann man sich die News angucken halt. Kann ich nochmal draufklicken. European Union Plains New Feral Athem. Music Legend Maris. Also, das ist halt das ganz normale News halt so erstmal. Und man sieht halt allmählich, wenn es sich dann voranschreitet, das Ganze, dass sich dann immer mehr alles ruhiger wird. Flughäfen werden gesperrt, Häfen werden gesperrt und die Punkte werden immer größer. Also richtig, oh, ein Toter schon? Was ist da los, ey? Hatte ich ja noch nie, 2 Tote sogar. Ist ja sehr geil, ey. Oh komm, wir müssen wieder ein bisschen was machen hier. Verbreitung durch die Luft. Das ist natürlich sehr schlimm. Oh. Ach komm, nehmen wir mal die Nuesa. Keine Ahnung, was das ist. Machen wir einfach mal. Und schon 4 Tote. Scheiße, Jungs, ey. Ich würde mal langsam ein Heilmittel entwickeln, damit ihr mich stoppen könnt. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Und wer hat sich da infiziert? Central European. Kurz auf das Bild klicken. Okay, weiß ich jetzt gar nicht. Was ist das denn da unten? Ach, das ist, ach, Schweiz und sowas alles da. Ungarn und so. Gut. Achtung. Na ja, guck mal, es sind schon 6.100. Und es wird immer schlimmer, ey. Das habe ich, wie gesagt, letztens auf dem Tablet gesehen als App. Und ich denke mir so, was ist das denn da? Man soll sich halt, ne, baut ein Virus und mit dem Virus dann halt, ne, tötet man alle. Ach komm, weißt du was? Das machst du jetzt mal, ne? Runtergeladen war aber halt nur eine Demo. Und mit der Demo habe ich dann halt ein bisschen gezockt und ach ja, gerade, wie gesagt, war ich bei Steam. Ah, da guck, jetzt brennt schon die ersten, brennen, sag ich schon, jetzt fangen schon die ersten, Bürgerkrieg, Revolten, Sachen los. Weiß klar, bei 32.641, 179 Tote in Frankreich alleine. Deutschland 3 Tote. Mal gucken, wie es da ist. Da noch keine Toten. Oh, jetzt hat sich's. Polen. Polen ist auch betroffen davon. Ach komm, man muss mal ein bisschen schneller gehen, oder? Wir müssen noch ein bisschen was freischalten. Was können wir denn machen? Komm, das müssen wir erstmal, wie gesagt, dass da halt auch gegen Tabletten. Jetzt fängt's los. Ich hab's gerade gesehen. Ein Flugzeug ist nach England geflogen. Man kann mal ein bisschen ranzoomen. Aus Frankreich hier den roten Strich. Jungs, ey.
Und desto schneller es geht, desto mehr Punkte bekommt man. Also ich hatte vorhin was, das dauerte, ging zwar ziemlich schnell, mit der, also dass es halt sich verbreitet hat, aber halt langsam dann zum Ende hin. In Saudi-Arabien hier unten, das war ein bisschen, die haben so viel entwickelt und wollten immer wieder Tränke bräuen und dann haben wir im Flugzeug irgendwo hinfliegen. Und dann sehe ich aber gleich, denke ich mal, oh, da ist ein rotes, oh, wo fährt er hin? Zack. See America. Jetzt infiziere ich ja alle. Och, ist das schön, ne? Russland ist auch infiziert. Südafrika auch. Oh, Jungs. Und jetzt merkt man schon, Saudi-Arabien auch. Warte mal, können wir nochmal ranmachen? Hier, zack, jetzt immer mehr Pocken. Ich nenne es jetzt einfach mal Pocken, weil mir nichts anderes einfällt dazu. Halt der Virus, oder? Denn der Virus ist es ja nicht, es ist ja eine Bakterienkrankheit. Es wird natürlich alles verschifft und geflogen und boah, jetzt wird immer mehr. Oh, jetzt muss ich alles antippen. Wenn ich es nicht antippe, dann bricht es halt nicht aus. Oder wenn ich halt, wenn so ein Heilmittel, dann kommt halt so ein blaues Zeichen, vielleicht sieht man das auch gleich noch. Dann auch natürlich nicht. Okay, was haben wir da oben denn für eins? Japan, ist das klar? Natürlich, das ist doch Japan. Wenn man es auf schwer spielt, sollte man, wie heißt nochmal, ein kleines Land nehmen, wo halt nicht so die, ja, die Technologien für... Oh, jetzt... jetzt aber heftig, Alter. Wie viele Flugzeuge? Guck mal, zack, 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 zack. Na gut, wir haben auch mal noch Ausflug... noch nicht verboten. Jetzt... Ah, doch schon ist... Fliegt kein Flugzeug mehr rein und auch nicht mehr raus. Ist jetzt verboten. Oh, 81, ey. Wir müssen mal ein bisschen was hier... ein bisschen was machen. Komm, Hirntod. Verbreitung durch Luft noch schneller. So, jetzt gucken wir mal kurz hier. Zack. Bloß nicht freischalten. Kälte machen wir natürlich auch nicht. Haben wir noch ein bisschen was? Ah, natürlich haben wir noch was. Jetzt können wir die Lunge. Zack, mit Bläschen. Dadurch, dass mein Englisch jetzt nicht ganz so gut ist, entschuldige ich mich auch für. Oder brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe einfach nicht so toll aufgepasst in der Schule. aber für manche Sachen reicht es. Brauche ich jetzt nicht alles hier vorlesen, weil ich denke mal, da vertue ich mich. Dann kommen wieder Kommentare. Ich konnte kein Englisch. Und dann lese ich es euch gar nicht vor. Aber ihr merkt ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, wenn man hier so draufklickt, man sieht hier, aha, hier wird es durch verbreitet. Hier entwickelt man das halt weiter. Und immer schneller hier halt das, ne? Und das ist, ach, ganz easy eigentlich. Es gibt vielleicht ein paar Handgriffe, damit es noch schneller geht, dass man halt irgendwas entwickeln soll. Dass man vielleicht sich auf eine Sache konzentriert. Oh, jetzt. Das sieht jetzt schön aus. Guck mal. Oh, jetzt sterben wir immer mehr. Frankreich stirbt langsam aus. Bis natürlich zur endgültigen Ausrottung. Und dann verändert sich auch das Bild. Das sieht man gleich. Oh, 4% wurden schon entwickelt. Heilmittel. Da gucke ich, sieht man die blauen Flugzeuge. Und jetzt, wie gesagt, zack. Jetzt kommt so ein Zeichen. Das muss ich kaputt machen. Und damit ist dann halt das, ja, Ding hingefallen oder so. Oh, und dann wird es halt nicht weiterentwickelt. Großartig schneller. Und das sieht jetzt... Also Russland ist natürlich immer übelst schnell. Das entwickelt sich richtig fett. Da sieht man jetzt schon. Zack, jetzt ist sogar Island. Da Greenland. Ah, ne, das wollte ich ja gar nicht zeigen. Ich wollte ja... Warte mal, wo war das denn? Hör, das ist alles noch normal. Okay, aber irgendwo war doch hier schon Krieg. Wo war das denn? Da unten auch noch nicht. Irgendwo habe ich doch... Na, ist ja egal. So, es dauert jetzt ein bisschen... Also gut, als letztes Test ist es jetzt ein bisschen lang, aber mein Gott, ich will es euch unbedingt zeigen, weil ich finde das einfach genial. Und wenn man sich halt weiter damit beschäftigt und vielleicht dann die Sachen besser, ja, versteht und noch besser reinliest und so, dann denke ich mal, kann man halt so ein Virus auch wirklich mal erschaffen, weil man kann ja auch am Anfang, konnte man ja auswählen, was für eine Art von Virus das genau ist. Also noch so eine Spezialsache noch dazu. Weil meins ist jetzt nur eine ganz normale Bakterien-Sache. Und wenn man halt, wie gesagt, Bakterien plus... dann vielleicht noch
irgendwas anderes nimmt, also, oh, da ist ein Fallmittel, muss ich kaputt machen. 25% haben sie schon. Oh, ich muss mal jetzt wirklich mal entwickeln ein bisschen. Warte mal. Kurz kaputt machen die Sachen. Kommt jetzt irgendwas noch? Hoffentlich nicht. So. Jetzt wollen wir mal ein bisschen noch ein bisschen was kaputt machen. So, das müssen wir alles entwickeln. Ist leider so. So. Ich glaube noch 20. Okay, was ist das? The Explosion Risk. Achso, da werden die Leute ein bisschen verrückt durch. Und Europa ist natürlich jetzt schon fast ganz besiedelt. Madagaskar noch gar nicht. Doch, auch ein bisschen. Ah, ist auch ein Schiff hingefahren. Nein, doch nicht. Doch, ein Schiff ist hingefahren. Ja. Ist das schön. Ne, wie gesagt, was ich halt sagen wollte, dass man halt am Anfang das alles noch richtig einstellen kann. Und wie gesagt, das mit den Zombies, das möchte ich unbedingt machen. Ich habe da so einen Bock drauf, das mit den Zombies mal zu sehen, wie sich das halt so entwickelt. Oh, ich muss jetzt mal wirklich hier ein bisschen, dass es bloß nicht weiterentwickelt wird. Aber ich sehe gerade, das geht ziemlich zügig gerade, ey. 44%, ja. Okay. 46. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen hinne machen. Kommen die Symptome immer wieder neu freischalten. Damit, ach komm, durch Schafe. Gibt ja auch auf der ganzen Welt so und so viele Schafe. So, Ingoviva has mutated and devolved to Prenoia's symptom with using DNA points. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn das halt voll ist. Ob dann irgendwie, keine Ahnung, dann die Welt wieder gerettet ist. Ob ich dann verloren habe oder so, ich habe keine Ahnung. Aber ich muss halt immer gucken, dass das halt nicht zack auf 100% geht. Da muss ich halt schauen, dass sich alles so schnell wie möglich verbreitet. Hier ist natürlich alles fertig, also das ist, ja. Mehr kann man dazu. Oh, warte mal, ist irgendwas gerade offen. Zack. Ist eigentlich Frankreich noch da? Ach, hier ist das Bild von Frankreich, genau. Zack, alles zerstört. Oh. Boah, ich muss jetzt mal wirklich hier die Symptome noch. Vielleicht liegt es auch daran, wenn man halt die falschen Symptome macht, dass es dann, klar, kann natürlich auch sein. Aber bis jetzt habe ich es eigentlich immer geschafft, egal ob Tablet oder halt PC. Ich habe es auch vorhin auch einmal schon mal gezockt, weil es sieht natürlich anders aus als auf dem Tablet. So ein bisschen. Und Frankreich ist gleich ausgerottet. Ja, Frankreich ist tot. In Frankreich gibt es keinen mehr, ey. Alle tot, oh. Das tut mir aber so leid. Ah, jetzt geht's runter. Genau. Jetzt müssen wir erstmal wieder was Neues erforschen. Und, boah, hier sieht man ja. Blop, 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 blop. Es wird auch kein Schiff mehr, ne? Nö. Coole Sache, aber die erforschen trotzdem noch weiter. Es gibt irgendwo Länder, wo es dann erforscht wird. Ich kann mal kurz draufklicken. Und dann sieht man halt die Länder, die noch wirklich noch Philippinen und Guyana, boah, sind noch, ja, nicht infiziert so richtig. Aber so allmählich. Tut mir wirklich leid, ey. Ihr werdet alle so sterben, ey. So. Zack, das kann man schon mal nicht mehr machen. Und jetzt sieht man hier, in Afrika, alle sterben. Sind zwar noch genug Leute da, aber hier, da wo es angefangen hat, da ist natürlich fast alles ausgerottet. Gucken, wie sieht es mit Spanien aus? Na, England auch schon alle tot. Schweden, Finnland, Norwegen, Finnland. Auch Finnland ist auch gleich ausgerottet. Dann sage ich mal, see you later. Ja, auch weg. Russland, auch gleich alles weg. Australien, Neuseeland. Da. Ist keiner hingefahren, ey, Alter. Oh. Da leben sie noch. Und ich weiß gar nicht, warum. Ach, ne, ist ja einfach, weil es da weiß war. Ja, genau.
So, Kanada ist auch fast alles weg. Gut, das ist noch ein bisschen mehr. USA auch. Mexiko ist auch gleich alles weg. Brasilien, Kolumbien, Peru, Argentinien, West Africa, Marokko, Argelia, Libyen, Ägypten, Sudan, East Africa. Da müssen wir irgendwas noch machen. Aber ist ja gleich alle so tot, ey. Außer die schaffen es vielleicht noch. Madagaskar ist auch gleich alles ausgeraubt. Das war bei mir letztens noch heile. Dafür ist das jetzt diesmal. Scheiße, da gibt es schon wieder Minuspunkte für ein bisschen. Weil es soll ja alles. Und die Philippinen, also die beiden hier. Kacke. Aber kann ich irgendwas entwickeln, damit es... Warte mal, durch Wasser. Aber ne, ich glaube, das bringt, glaube ich, da unten nichts, oder? Wäre natürlich schön, ne? Aber hier ist noch alles hundertprozentig, Alter. Hier laufen noch die Leute rum, hier geht's denen gut, ey. Aber es sind halt kleinere Inseln, die ja nicht die Möglichkeit haben, Medizin so schnell zu entwickeln. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, ich ein kleineres Land nehmen würde und das breitet sich erst da unten aus, dann würde halt Deutschland und die, also wie gesagt, Saudi-Arabien, Russland und sowas versuchen halt ein Gegenmittel ganz schnell zu entwickeln. Und ich denke mal, auf einem Schwierigkeitsgrad von mittel, schwer oder richtig heftig, wird das dann natürlich, ja, ganz schnell gehen. Da muss man halt wirklich das Richtige auswählen und zack, 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 zack. Jetzt auf einfach ist es halt natürlich einfach. Aber ich wollte es auch zeigen. Ich wollte jetzt nicht sofort die erste Minute abkacken, sofort. Und jetzt im Moment. Warte mal. Kriegen wir mal kurz auf World. Da ist. Die sind noch alle hier. Die gibt es noch. Da muss ich jetzt noch warten, bis die alle tot sind. Germany natürlich auch, ey. Ich wundere mich. Okay. Ha. Ja gut. Können jetzt noch warten. Polen. Auch gleich ausgerottet. Und tschüss. Exzident. Oh, in China leben noch viele. Japan ist auch schon weg. Okay, Indien auch schon alle weg. Pakistan alle weg. Oh, tut mir wirklich so leid. Wir alle so weg, ey. A World insgesamt. Ist, glaube ich, besser so zu sehen. Boah, 6 Milliarden Menschen schon tot, ey. Kack die Wand an, ey. Schwedens Government has collapsed. Ja, Schweden ist jetzt auch... Gibt's nicht mehr. So. Und ich glaube, das ist jetzt gleich zu Ende. Central African Government has failed. Okay. Oder husten sie. Also ein paar leben noch. Aber wie gesagt, mit den Zombies möchte ich mir mal echt mal gerne angucken. Ich würde es ja gerne mal freischalten. Mal schauen. So, weiter. Und jetzt sind gleich alle tot. 28.000, 21.000, nur noch 19.000, 16.000, 13.000, 11.000, 10.000, 9.000, 8.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Oh, und sie, die Welt ist tot. So, 631 Days haben wir halt gebraucht, um die Welt halt zu töten. Und mein Genetic Complexity ist komplex. Ja, Bacteria, Casual, also auf einfach. Und hab zwei Dinger gewonnen sogar. Coole Sache. Und hier kann ich ja mal kurz mal auf schnell machen. Mal gucken, mal auf ganz schnell. So, jetzt sieht man mal, wie sich das alles so verteilt hat. Noch machen wir mal ganz kurz noch. Wir sind jetzt gerade bei 24 Minuten Aufnahme. Das ist halt ein längerer Part. Und jetzt am Anfang sah man ja hier nur ein bisschen in, ja, Frankreich, Deutschland. Das dauerte ziemlich lange. Aber so langsam hat es sich ja noch auf England verbreitet. Dann auf Russland. Afrika, Australien, Amerika, Mexiko. Und jetzt sieht man das schön.
alle tot. Das sieht so geil aus, oder? Im Schnelldurchlauf. So, jetzt sind wir schon bei einem Jahr über angelangt. Oh, zack. Scheiß die Wand an, Alter. Hat sich so alles schnell verbreitet. Ja, das war's. Auf Exit. So, ich gucke jetzt einmal ganz kurz noch. Das interessiert mich jetzt so ein bisschen. Alter, warum kann ich den Scheiß nicht freischalten, ey? 8% erst, ey. Back. Na gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wie gesagt, holt euch das Spiel. Es kostet, ich glaube 13 Euro noch was. Ist halt eine Mega-Geld für eigentlich nur so ein Spiel, in Anführungsstrichen. Aber ich denke mal, wenn sich die Entwickler da noch weiter dran setzen und immer mehr rausbringen und vielleicht ein paar Verbesserungen, dies, das, vielleicht ein paar Videos sogar mit reinbringen, dass man halt so sieht, so, oh scheiße, da bricht gerade das und das aus und so, könnte ich mir das richtig geil vorstellen. Man kann sogar im Multiplayer zocken, jetzt zwar im Moment noch nicht, aber im Multiplayer denke ich mal, wenn dann halt zwei Viren durchbrechen oder halt einer versucht, ein Gegenmittel zu entwickeln, der andere halt versucht, die Welt zu erobern mit seinem Virus oder mit seiner Seuche oder mit seinem Zombie-Tun oder so, könnte ich mir richtig geil vorstellen. Ja, wir werden es im Auge behalten und wenn irgendwas Neues rauskommen sollte, werde ich euch natürlich darüber informieren, vielleicht in einem neuen Let's-Test-Video dann. Aber sonst würde ich sagen, wie gesagt, holt's euch. Mir macht's hammermäßig Spaß, ich werde jetzt gleich nochmal eine Runde zocken. Ich will das irgendwie oder mal ein bisschen im Internet nachgucken, ob man das nicht von freischalten kann oder so oder wann es freigeschaltet wird, keine Ahnung. Ist alles noch so ein bisschen offen, aber mein Gott, es macht hammermäßig Spaß und dann würde ich sagen, Dankeschön nochmal fürs Zuschauen, bye. Scheiße, jetzt filmen wir dann einmal doch da. Plague You Inc. Evolved. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Let's Test von irgendeinem anderen Spiel wieder. Bis dahin, tschüss, euer Ingo Viva.